Hella wird den Anforderungen an einen Global Player mit einem standardisierten Vorgehen gerecht. Das Leitwerk für das jeweilige Produkt sorgt weltweit für einen reibungslosen Produktionsablauf. Werk 5 in Recklinghausen ist zum Beispiel Leitwerk für die Fahrpedalsensorik, LED-Baugruppen oder auch für Xenon-Vorschaltgeräte. Erst wenn alle Prozesse stabil sind, Produktqualität und Anlagenkapazität passen, wird die Fertigung weltweit ausgerollt. Die IE-Experten bei Hella vertrauen seit 30 Jahren auf MTM als Methode und auf MTM als Prozesssprache. Denn die entfaltet gerade in weltweit gespannten Prozessnetzwerken ihre volle Wirkung, weiß Frank Keinhorst, Senior Expert Zentrale Arbeitswirtschaft. Nun, MTM hilft uns einerseits mit der Methode an sich. Die Normleistung, die im MTM enthalten ist, ist weltweit für uns Standard und wird überall angewendet. Wir haben weltweit Mitarbeiter geschult in dem Bereich Industrial Engineering. Diese Mitarbeiter folgen der Methodik MTM UAS weltweit. Wir nutzen auch die Software Ticon, die auch den Standard dann ergänzt und mit der wir dann auch in der Lage sind, ja, ein Controlling vorzunehmen. Wir können die Aktivitäten und die Qualität der jeweiligen regionalen Aktivitäten prüfen und gegebenenfalls einschreiten. Ergänzend tun wir das Ganze dann noch, indem wir MTM-Audits machen. Jährlich, in jedem Standort dieser Welt. Der Anteil an manueller Arbeit, bedingt durch zunächst kleine Stückzahlen, wie bei der Montage von LED-Baugruppen, geht mit steigender Nachfrage bzw. Großserienfertigung weiter zurück. Halbautomation und als letzte Stufe der Evolution, Vollautomation, ist auch bei Hella der Schlüssel zu mehr Effizienz. Die Mitarbeiter tragen diese Entwicklung aktiv mit. In täglichen Besprechungen kommen sie mit Führungskräften, Prozessplanern und Qualitätsingenieuren zusammen, analysieren Probleme und ergreifen Maßnahmen. Die Gruppenarbeit bedeutet mehr Verantwortung, aber auch selbstbestimmteres Arbeiten. Die Arbeitsinhalte an den Linien sind mit MTM bewertet und so getaktet, dass Mensch und Maschine, wie hier im Fertigungsbereich Fahrpedalgeber, bestens miteinander klarkommen und das bedarfsgerecht gefertigt werden kann. Ein weiteres Plus für die Mitarbeiter? Die Arbeit ist produktiv und gesund, wie Fertigungsleiter Hannes Günther betont. Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, Arbeitsplätze bereits vor der eigentlichen Erstellung bereits hinsichtlich Ergonomie zu analysieren. Dabei ist neben der Arbeitswirtschaft auch die Fertigung zugegen. Wir gestalten die Arbeitsplätze gemeinsam mit den Mitarbeitern in der Fertigung. Das führt letzten Endes auch zu einer höheren Akzeptanz des Arbeitsplatzes durch den Mitarbeiter. Das Hella-Produktionssystem wird permanent weiterentwickelt. Mittel zum Zweck ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Sache der Mitarbeiter und des Managements gleichermaßen. Eine weitere Voraussetzung für ein erfolgreiches Produktivitätsmanagement nennt Guido Ander. Wir sind ein kennzahlenbasiertes Unternehmen und im Lean-Management gibt es einen Spruch, kannst du Lean nicht messen, kannst du Lean vergessen. Das heißt, ohne Zahlen, Daten, Fakten können wir auch keine Verbesserung im Endeffekt messen. Zeit als Steuergröße ist für Hella sehr wichtig, auch im Sinne von rechtzeitig. Die Taktung der Linien, wie in der vollautomatischen Fertigung von LED-Baugruppen, erfolgt bereits in der Planungsphase. Und produktionsgerechte Konstruktion, also wie muss ein Produkt gestaltet sein, damit der Roboterarm das Teil sicher greifen kann, beginnt bei Produktentwicklung und Betriebsmittelbau. Angesichts des steigenden Anteils an automatisierter Fertigung entwickelte ein Projektteam analog zur MTM-Methodik Procon für die produktionsgerechte Konstruktion die Systematik automatisierungsgerechtes Konstruieren, genannt Outcon. Es gebe keinen Neuanlauf mehr, bei dem Outcon nicht genutzt wird, stellt Frank Keinhorst fest. Für uns war es eine Notwendigkeit. Wir können die automatisierten Anlagen nicht einfach so wegreden. Wir müssen sicherstellen, dass die Prozesse stabil laufen, dass die Qualität gleich bleibt etc. Und das ist auch die Forderung unseres Kunden. Und wenn wir sagen, von Anfang an richtig, dann müssen wir uns auch mit den automatisierten Abläufen auseinandersetzen. Der Faktor Mensch werde immer eine Rolle spielen, sagt Keinhorst, ganz gleich wie hoch der Automatisierungsgrad ist. Das Hella-Produktionssystem garantiere, dass produktive und menschengerechte Arbeit auch international zum Standard wird.